Hallo und herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Heute spielen wir weiter im Limonadendschungel 7. Wiggler, Wahnsinn. Weiß gar nicht, der wievielte Part das ist. Also ich weiß es halt nicht, wie der wievielte Part das ist. Ist aber auch nicht so schlimm. Da hinten ist gleich mal die erste Sternenmünze. Und... wie, was ist hier oben? Die zweite? Fragezeichen? Mal gucken. Ja. Okay, nice. Ich weiß, dass das Level schwierig ist. Deswegen sollte ich mich jetzt nicht zu früh freuen. Ach nein. Aktivier den. Scheiße. Aber mit... also... ohne scheint es sogar einfacher zu sein. Ohne den P-Switch. Ah, dann tauchen halt diese blauen Münzen auf. Die man vor allem für Leben gut... fürs Farmen von Leben gut gebrauchen kann. Ich weiß zwar jetzt nicht, wo der Wiggler ist, aber ich habe einen Stern. Töte ich den Wiggler, wenn ich da drauf gehe? Nee, oder? Gut. Weil das wäre dumm. Dann hätten sie nämlich nicht so einen Block platzieren sollen. Ist hier was? Nö. Ich dachte, da ist vielleicht ein unsichtbarer Block mit einer Ranke oder so. Aber sowas hatten wir ja jetzt schon. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen. Aber... nice. So. Limonadendschungel Castle. Iggys heiße Sohlenfestung. Ach, das war die. Die ist schwer. Und ich hasse sie. Bis zum Checkpoint mag sie zwar gehen, aber danach kann es echt scheiße werden. Wir bekommen aber eine Eisblume. Aber einmal mit der Lava berührt und man ist halt tot. Und das kann echt scheiße sein. Weil, wie ihr seht, kommt die Lava oft mal ganz schön hoch. Ja. Und schon bin ich tot. Nehmen wir nochmal was aus unserem Inventar, damit das mal leer wird. Denn das könnten wir gebrauchen. Für die Knochen trocken wenigstens. Okay, halt still. Vor allem muss ich auch die Starcoins suchen. Eine weiß ich, die war unnormal schwer. Also mindestens eine. Aber ich weiß nicht, ob die vor dem Checkpoint oder nach dem Checkpoint kommt. Das war knapp. Übel knapp. Und ich glaube, eine war mit Wandsprung in irgendeiner Lücke. Die hier war schwer. Hab sie aber. Und es ist auch die erste. Hier kann man nicht stampfen. Okay.
Hätte ich eigentlich fast gedacht. Das ist eine Eisblume. Und rote Münzen. Die wir selbstverständlich sammeln, aber das One-Up kriege ich nicht mehr. Ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, ich musste in die zweite Röhre. Genau, dafür brauchte man nämlich den scheiß Knochen trocken, ne? Ich meine, man braucht dafür den Knochen trocken. Hier bekommt man den Power Block und hier oben ist die Star Coin. Ist auch die zweite. Das ist perfekt. Dann war die letzte wahrscheinlich mit Wandsprung, oder? Ich gucke jetzt einfach mal in diese ganzen Lücken rein. Ich habe nicht bemerkt, dass dort großer Knochen trocken war. Die kann man halt mit einer Stampfattacke nur besiegen. Also nicht ganz, aber... Sie werden halt dann wie die Kleinen für ein paar Sekunden bewusstlos, sage ich jetzt mal. Ah ne, kein Wandsprung, hier unten einfach rein, ne? In die Röhre. Und das hier ist auch asozial. Aber es geht eigentlich. Aber wenn man Scheiße anfängt, dann kann das schwer werden. Nur wir haben es Second Try wahrscheinlich geschafft, auch wenn Iggy eine große Herausforderung ist. Ich werde ihn eigentlich fast, ich glaube, das ist der schwerste Koopaling für mich. Wer kommt denn danach? Roy. Roy kann nix. Aber Morten. Ja, Morten auch, aber. Ich hasse Iggy wie die Pest, wirklich. Jetzt holt er seine Lava-Hunde. Dann kommt er immer Ewigkeiten nicht runter. Vor allem geht er in die Röhren, das ist so scheiße. Und dieses Herumgerutschen mit dem Panzer kann einen echt verwirren. Wir lassen ihn aber angreifen. Auch wenn ich es lieber nicht machen lassen würde. Komm runter. Okay. Achso, du kommst noch mal raus. Oh. Ja, genau, ich wollte ihn jetzt angreifen. Jetzt wird er noch zwei. Ach komm, das ist lächerlich. Warum denn noch ein zweiter? Aber Iggy ist Geschichte. Zumindest für New Super Mario Bros. U. Perfekt. Von mir aus kann das so weitergehen. Alle Sternmünzen haben wir auch gefunden. Für was das gut ist, wissen wir nicht. Nein. Natürlich wissen wir das. Die Kandesminen sind die sechs, ist die sechste Welt mit zwei Burgen, glaube ich. Genau. Mit zwei Burgen und einem Schloss. Das ist auch echt cool, finde ich. Kandesminen 1, Fuzzy-Felsen. Dieses Level ist schlimm. Lasst euch das gesagt sein. Eines der schwersten wahrscheinlich hier in der Welt. Zumindest kommt es mir sehr, sehr schwer immer vor. Mit Yoshi geht's zwar noch, aber... Ja, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Aber trotzdem, ich finde das so schwer.
Er hat seinen Flatterflug gerade gar nicht gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dankeschön, Fuzzy. Darf ich dich mal nehmen, Puka? Bim 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 Yoshi! Jetzt lass das! Ach Mann! Toll, ohne Yoshi bin ich ja eh aufgeschmissen. Weil wie soll das denn hier funktionieren ohne Yoshi? Bisher mache ich mich noch relativ gut, aber der Sprung da unten ist so gut wie unmöglich. Aber ich hoffe einfach mal, dass hier einer drin ist. Nö. Warte mal. Alter! Nein! Nein! Toll! Ich schaffe diesen Scheißsprung und ich dachte, man muss da hoch. Ja, okay, das war jetzt mies. Aber ist okay. Der Sprung ist aber anscheinend möglich, auch ohne Yoshi. Wenn ich gerade eben noch gesagt habe, dass das nahezu unmöglich ist. Ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Ich weiß halt wirklich nicht, wie ich das gemacht habe. Wenn nicht, dann nehme ich mir einfach gleich einen Eichelpilz. Weil ich hab's euch ja gezeigt, dass es geht. Hallo? Okay, ich weiß nicht, wie ich's gemacht habe, aber es geht. Ich springe irgendwie die ganze Zeit scheiße. Allerdings nehme ich selbstverständlich nur eine normale Eichel. Ich möchte nichts mehr. Weil das mit einer Pi-Eiche müssen wir ja nicht machen. Wehe, das war jetzt sinnlos. Selbst wenn man es ohne Yoshi schafft. Ist es nahezu unmöglich zu überleben. Es ist möglich, ja, aber ich weiß nicht wie. Was soll ich da jetzt machen? Ach komm, das ist doch scheiße. Es gibt kein Yoshi mehr, oder? Ich wusste, dass das Level scheiße ist. Vielleicht kommt ja gleich noch eine. Hier vielleicht. Ja, wirklich. Hallo. Na gut, dann mache ich das jetzt einfach nochmal. Dann hätte ich mir das zwar die ganze Zeit alles sparen können, aber ist egal. Sowas kotzt dann. Mein Wii U Gamepad ist mal voll. Ich hasse dieses Geräusch. Das war halt dumm, wieso mach ich sowas? Komm ich da jetzt überhaupt noch ran? Ja. Wieso hat er seinen Flatterflug nicht weitergemacht? Verstehe ich nicht. Hasse das Level. Das ist das beschissenste. Wahrscheinlich aus dem Spiel. Nein, nein, 8. Ich finde 8-1 auch sehr schlimm. Vor allem gibt es in der Welt einen richtig ekligen Secret Exit, der auch richtig unnötig ist. Obwohl unnötig nicht unbedingt, aber scheiße ist er trotzdem.
So. Friss den Fuzzy jetzt. Wieder nicht. Wieder nicht! Toll, jetzt hängen wir schon Ewigkeiten wieder hier. Ach komm schon, bitte! Bim 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 bim. Mario, mach's doch jetzt! Ja, ich weiß, Mario kann gar nichts dafür. Yoshi ist der Schuldige diesmal. Das solltest du die ganze Zeit nur machen. Was war daran so schwer? So, jetzt nicht mehr sterben, weil das wäre scheiße. Halt die Fresse. Kann man den nicht einfach ausschalten? Ich dachte gerade, er hat ihn gefressen. Nein! Ich kann sowas halt nicht. Der Noob-Block nervt. Gib mir Yoshi. Wenn er so von dem Eisding getroffen wird, juckt sie nicht. Aber wenn ich drauf sitze, auf einmal schon. Wieso? Muss man nicht verstehen. Aber wir sind wieder hier unten drinne. Friss den. Spring zurück. Weiter geht's. So, wir vergessen jetzt einfach mal, was alles passiert ist und machen einfach glücklich weiter. Das ist jetzt einfach unser erster Versuch hier. Wir haben nämlich Yoshi noch. Wir sind also vollkommen gut. Einfach mal holen uns jetzt auch noch die dritte Sternmünze. Wie soll denn das gehen? Ich weiß nicht, ob man das wirklich so machen soll, aber so funktioniert es auf jeden Fall. Hahaha, heiße, ich hätte die fressen sollen. Yoshi! Toll, was soll ich denn jetzt machen? Die kommen doch die ganze Zeit. Alter. Was dort unten ist, will ich gar nicht wissen. Wenn ihr die Einkerbung vielleicht seht. Dort wird bestimmt nur ein Ab sein, aber... Ich bring mich jetzt nicht für ein Ab um. Ein Secret Exit gibt es hier nämlich nicht. Okay, egal. Wir haben zwar lange gebraucht, haben es jetzt aber zu 100% abgeschlossen und müssen es erstmal nie wieder spielen. So. Pandasminen 2 in der Höhle des Stachelfischs. Auch ein beschissenes Level. Vielleicht ist das auch das Beschissenste. Wir haben so viele Ups verloren. Aber ist egal. Lalalalalala. Da ist er auch schon, Porky Papa heißt er, glaube ich. Er wird uns jetzt auch so gut wie töten. Wie ihr seht. Hat er uns nämlich schon zweimal getroffen. Ich habe keine Stampfattacke ausgeführt. Nicht betrügen lassen. Ist auch die erste Sternmünze. Gib den Pilz.
Hier ist kein Pilz. Ja, er ist tot. Auch nur für 2 Sekunden gefühlt. Also wirklich lange bringt euch das nichts. Ach komm schon. Die roten Münzen hätte ich gerne gehabt. Da ist der Krepel nämlich auch schon wieder. Hier sind noch ein paar Koopa-Shells. Wo bist du? Ich mach das jetzt einfach die ganze Zeit so. Es scheint ja zu funktionieren. Aha, man braucht ja aber den Panzer scheinbar. Schlau. Also ich mag solche Secrets. Gib mir gleich den neuen Pilz hier. Ich warte einfach mal hier oben kurz, bis ich hier einen Koopa-Panzer bekomme. Dass das dumm war, weiß ich auch. Aber ich will den halt töten jedes Mal. Ihr wisst wohl gar nicht, wie viel Angst ich vor dem Scheißvieh habe. Den gab es ja auch schon in Super Mario World. Hier oben war doch was, oder? Hier oben muss doch was gewesen sein. Hier geht's ja auch lang. In den Super Mario World fand ich den schon übel scheiße. Dort war der auch, glaube ich, noch beschissener. Ein Up. Ist okay, ich nehm's mit. Dann muss man noch hier hoch. Und dann, glaube ich, hier drüber, oder nicht? Hm. Was musste ich denn machen? Dankeschön, ich hab nicht hingeguckt. Was musste man hier hoch? Man verpiss dich doch! Ja, hier musste man hoch. Ich hab bei dem anderen Block geguckt, wisst ihr ja. Nur ich glaube, man musste groß sein. Nee. Ein Glück nicht. Du lässt mich jetzt gefälligst in Ruhe. Wir haben aber einiges geschafft. In dem Part. Und auch hier sind wir relativ gut durchgekommen. Ich glaube sogar ohne Tod. Und war doch ein relativ guter Part. Dann soll es auch wieder für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich hier fürs Zusehen dieses Parts von New Super Mario Bros. U. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.